Das Exposé ist ein wichtiger Bestandteil des Immobilienverkaufs. Um dieses möglichst erfolgreich zu gestalten, sollte man einige Dinge beachten. In diesem Video zeigen wir euch, wie das geht. Also, an allererster Stelle sollte man sich erst einmal bewusst machen, wofür genau Exposés eigentlich gedacht sind. Das Ziel ist natürlich ein schneller Vermittlungserfolg, aber wie erreicht man das? Zum einen möchte man natürlich die Immobilie ins beste Licht rücken. So erreicht man die maximale Anzahl an potenziellen Kaufinteressenten. Auf der anderen Seite ist es aber auch dazu da, die Kaufinteressenten zu filtern. Das Exposé soll daher alle wichtigen Eckdaten enthalten und den Kaufinteressenten ermöglichen, sich einen ersten Eindruck zu machen. So können die Kaufinteressenten entscheiden, ob ein Besichtigungstermin für sie in Frage kommt oder eben nicht. Schließlich wollt ihr ja Besichtigungen mit ernsthaften Kaufinteressenten haben. Auch sind diese Eckdaten wichtig für die erste Anfrage bei der finanzierenden Bank. Wenn diese direkt im Exposé zur Verfügung stehen, vereinfacht und verschnellert das den Verkaufsprozess eurer Immobilie. Aber wie ist denn jetzt das Exposé aufgebaut? Die erste Seite besteht aus dem Deckblatt. Darauf enthalten sind hauptsächlich der Titel der Immobilie sowie ein Bild von ihr. Weitere wichtige Angaben auf dem Deckblatt sind der Kaufpreis, kurze Angaben zur Lage sowie die Kontaktdaten des Maklers oder auch des Privatverkäufers. Auf der anderen Seite findet ihr dann die ganzen Daten im Überblick. Also den Objekttyp, das Baujahr, nochmals den Kaufpreis, den eventuellen Bezugstermin, Heizungsart, generellen Zustand, falls eure Immobilie eine Eigentumswohnung ist, auch die Etage und die Höhe des Hausgeldes und noch vieles mehr. Darauf folgt eine allgemeine Beschreibung der Immobilie. Hier werden die wissenswerten Besonderheiten sowohl positiv als auch negativ hervorgestellt. In dieser Beschreibung wird zum einen die Lage genauer dargestellt, in der auch die Umgebung mit einbezogen wird, und zum anderen werden hier die Fragen beantwortet, die sich ein potenzieller Kaufinteressent stellen könnte, nachdem er sich die Eckdaten angeschaut hat. Auch ist es üblich, in dieser Beschreibung einmal den Leser kurz mit einem Durchgang durch die Immobilie zu führen. Zu guter Letzt gehören in das Exposé natürlich auch Fotos. Im Idealfall Fotos mit möglichst hoher Qualität und im besten Fall sogar mit einer Kamera, die ein sogenanntes Weitwinkelobjektiv besitzt. Diese helfen dabei, dem Kaufinteressenten einen möglichst genauen Einblick zu geben. Auch Grundrisse, im Idealfall visualisierte Grundrisse mit Einrichtungsgegenständen, sollten dabei sein, um eine leichte Orientierung zu gewährleisten, damit sich der Kaufinteressent die Immobilie komplett eingerichtet auch besser vorstellen kann. Als letztes fügen wir noch zusätzlich einen Lageplan ein. Also einfach eine Karte des Ortes mit einer Markierung für den Standort der Immobilie. Damit wollen wir erreichen, dass sich der Kaufinteressent im Vorhinein mit der Lage auseinandersetzt, damit er nicht erst beim Besichtigungstermin merkt, dass die Immobilie eigentlich doch nicht interessant für ihn ist, weil zum Beispiel die Autobahn für seinen Geschmack viel zu nah am Haus ist. Gut, jetzt kennt ihr also den groben Aufbau eines Exposés. Aber worauf sollte man genau achten beim Schreiben des Exposés? Erstens sollte natürlich eine klare Struktur erkennbar sein. Wenn potenzielle Kaufinteressenten zu viel suchen müssen, um Antworten auf ihre Fragen zu finden, ist das nicht gerade sehr vorteilhaft. Zweitens, aussagekräftige Daten. Schöne Bilder bringen recht wenig, wenn der Kaufinteressent immer noch keine konkreten Daten zu der Immobilie hat. Denn diese sind meist der Hauptgrund, weshalb er das Exposé angefordert hat, weil die Immobilie eben von den Eckdaten, also Preis, Wohnfläche, gegebenenfalls Grundstücksfläche und der Lage gepasst hat. Versetzt euch also am besten in die Position der Kaufinteressenten und fragt euch, ob noch irgendetwas Wichtiges fehlt. Auch sollten die Bilder, wie bereits erwähnt, von möglichst guter Qualität sein. Das bedeutet nicht, dass ihr euch jetzt eine Kamera für 3000 Euro kaufen sollt, sondern dass ihr ein möglichst nicht verwackeltes Bild habt, auf dem möglichst viel zu sehen ist. Viele Smartphones haben heutzutage eine eingebaute Weitwinkelfunktion. Diese eignet sich wunderbar, um ganze Räume auf einem einzigen Bild festzuhalten. Die Bilder sollten außerdem nicht zu dunkel sein. Ein halbwegs aktuelles Smartphone kann dafür mehr als ausreichend sein. Die genaue Adresse der Immobilie darf im Exposé, welches ihr ja auch erst nach einer Anfrage eines Kaufinteressenten rausschickt, natürlich nicht fehlen. Denn der Kaufinteressent will natürlich spätestens jetzt die genaue Lage der Immobilie wissen.
Im Inserat selber würde ich euch nicht unbedingt empfehlen, die Adresse der Immobilie preiszugeben, da ihr damit rechnen müsst, dass sich von alleine Kaufinteressenten aufmachen und sich die Immobilie vor Ort anschauen möchten. Dies kann je nachdem, wenn man zum Beispiel selber noch in der Immobilie drin wohnt, sehr belästigend werden. Genauer ausgeführt habe ich diesen Punkt auch schon mal in einem anderen Video über die 10 größten Fehler beim privaten Immobilienverkauf. Der letzte Tipp, den ich euch für heute mitgeben möchte, ist, versucht eure Immobilie generell in einem möglichst realistischen Licht darzustellen und macht keine falschen Versprechungen, die eure Immobilie nicht halten kann. Denn wenn die Kaufinteressenten dann zur Besichtigung ankommen und von einigen Dingen enttäuscht sind, weil ihr sie vielleicht besser dargestellt habt, als sie tatsächlich sind, kann es eben sein, dass sie ein generell unwohles Bauchgefühl bezüglich eurer Angaben bekommen und vor dem Kauf eventuell zurückschrecken. Auf der anderen Seite solltet ihr aber natürlich auch nicht die Immobilie in einem schlechteren Licht darstellen, nur um die potenziellen Kaufinteressenten bei der Besichtigung positiv zu begeistern. Denn das kann dazu führen, dass ihr zu wenige Anfragen bekommt, um einen fairen Preis zu erhalten. Das war es jetzt erst einmal zum Exposé. Wenn ihr euch weiter für den Immobilienverkauf interessiert, schaut euch gerne einmal unser Video zu den 10 häufigsten Fehlern beim privaten Immobilienverkauf an. Den Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Solltet ihr also nun eure Immobilie professionell verkaufen wollen und seid dabei noch auf der Suche nach einem passenden Partner, kontaktiert uns gerne für ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch. Wir freuen uns auf euch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.